Alice, ihr von Dermanostic kooperiert seit einem halben Jahr mit Apotheken. Wie läuft das? Also in dem letzten halben Jahr haben wir gesehen, dass wir 50% weniger Rückfragen haben, die Apotheken uns auch tatsächlich kennen. Und das freut mich, weil das spart Zeit, ist für die Kundinnen auch schön. Also von daher, seit dem Big Bang läuft es viel, viel besser. Super. Wie wird die Leistung in den Apotheken von den Kunden angenommen? Die Leistung wird gut angenommen. Also es ist bislang eine privatärztliche Leistung. Das heißt, wenn Sie in der Apotheke sind, dann zahlen Sie sowohl die Behandlung bei uns vorher als auch die Medikation. Aber auch da von der anderen Seite, das Feedback ist sehr gut, weil wir achten natürlich auch darauf, dass das Budget, was wir verschreiben, in einem guten Rahmen ist. Die Apotheke kriegt ja kein Geld dafür, aber sie profitiert von Zusatzverkäufen. Funktioniert das? Wir verschreiben nicht nur rezeptpflichtige Wirkstoffe, sondern fast immer auch eine Pflegecreme, ein OTC-Produkt. Und wir haben da auch in unserer Nachsorge gemerkt, dass über 90% unserer Patientinnen das auch tatsächlich dann einlösen. Sprich, das ist nochmal ein Zusatzverdienst für die Apotheke. Und es funktioniert, dass die dann in die Apotheke gehen, wo sie den Voucher haben? Es funktioniert. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber wir können das ja auch sehr gut tracken. Das heißt, die Apotheken kriegen von uns Gutscheine, die verteilen sie und anschließend wird es auch in der Regel dort wieder eingelöst. Du hast schon gesagt, dass es selbst bezahlt werden muss. Wird es denn irgendwann eine Kassenleistung werden? Wir haben jetzt schon die erste GKV, das ist die Viaktiv. Und wir haben noch zwei andere große Krankenkassen, wo wir sehr weit fortgeschritten sind. Und ich rechne fest damit, dass wir nächstes Jahr dann offiziell das auch verkünden können. Super. Und es soll noch ein Zusatzangebot für die Apotheken demnächst geben? Das, was sie jetzt mit Kliniken machen, ist ein Konsildienst. Das heißt, dass die Ärzte in einer Konsil-App die Behandlung an Patienten durchführen und gar nicht mehr der Patient oder die Patientin selbst. Und meine Zukunftsvision wäre, in der Apotheke gerade bei Menschen mit Schwerbehinderungen oder anderen Erkrankungen, dass auch das durchgeführt werden könnte von der Apotheke als ärztliche Zusatzleistung und dann die Ärzteschaft mit den Apothekern wirklich eine Einheit bildet. Glaubst du, das funktioniert, Ärzte und Apotheker zusammen? Ich glaube, das funktioniert sehr gut. Das ist wie Romeo und Julia. Das heißt, sie müssen immer erstmal starten und danach zieht der Rest hoffentlich nach. Okay. Woran hakt es denn oder wie lange wird es denn noch dauern? Natürlich hakt es rechtlich. Das heißt, wir müssen erstmal klären, dass der ganze Prozess sehr sauber ist. Und ich denke, das wird von der Dauer her auch nochmal so 6 bis 12 Monate in Anspruch nehmen. Aber bis dahin kennen die Apotheken uns und dann geht es wahrscheinlich schneller. Super, vielen Dank.